Heute ist ein toller Tag. Die Babys machen einen Ausflug zur Tutti-Frutti-Bucht. Die Tutti-Frutti-Babys zeigen ihnen ihr tropisches Paradies. Möchtest du mitkommen zu diesem neuen Abenteuer? Willkommen in der Tutti-Frutti-Bucht, dem Früchteparadies. Wow, dieser Ort ist umwerfend. Hier riecht es so gut. Ja, es riecht wundervoll. Warum ist das so? Weil unsere ganze Welt nach Früchten riecht. Sch, erzähl ihnen nicht zu viel. Nach und nach werden sie es selbst herausfinden. Seid ihr alle bereit für die Tour? Peachy, wo halten wir denn zuerst an? Folgt mir, dann werdet ihr es sehen. Das hier ist ein Apfelbaum. Sie sind sehr wichtig für die Tutti-Frutti-Bucht. Genau wie alle anderen Bäume. Wer von euch würde gern einen Apfel essen? Ich gerne. Ich liebe Äpfel. Und wisst ihr warum? Nein! Weil Äpfel eine Superfrucht sind. Sie sind voller Vitamine, wie Vitamin B. So werden unsere Muskeln stärker durch das enthaltene Kalzium. Das stimmt. Äpfel liefern viel Energie. Da können wir den ganzen Tag mit unseren Freunden spielen. Besonders im Winter. Darf ich auch einen? Na klar. Der beste Apfel, den ich je gegessen habe. Und er ist so groß. Hat jemand eine Frage? Peachy, warum ist das Wasser pink? Weil es aus Himbeeren ist. Wow! Wie habt ihr das hinbekommen? Ganz einfach, Lala. Man braucht eine ganze Menge Himbeeren. Und eine Leckereifabrik. Eine Leckereifabrik? Ja, wie die hier. Hier stellen wir alle möglichen Fruchtprodukte her. Wie zum Beispiel Marmelade, Gelant. Seht euch die Farben des Wasserfalls an. Wie schön! Wie kommt es, dass der Wasserfall bunt ist? Das sind die Farben von... Sorry, Peachy, aber du weißt ja, wie gern ich rede. Das sind die Farben verschiedener Früchte. Oh, la la! Und können wir die Himbeeren probieren? Aber natürlich! Wie köstlich! Ich kann gar nicht aufhören! Kommt, Babys, auf zum nächsten Stopp, der Strand! Aber ich will nicht gehen. Ich mag noch mehr Himbeeren. Auf eurer Rechten seht ihr Mel und Lems Lieblingsort. Bitte sehr, Mel, dein Cry-Smoothie. Welcher Geschmack? Lecker. Wassermelone. Und warum Wassermelone? Sehr erfrischend und lecker. Ich liebe erfrischende Cry-Smoothies. Stark und gesund. Ich kann gar nicht mehr ohne Wassermelone. Ist das wirklich so lecker? Großartig! Wenn keiner mehr eine Frage hat, dann zeige ich euch jetzt meinen Lieblingsort. Das ist das beste Früchtefeld des gesamten Universums. Es gibt Himbeeren, Erdbeeren und Blaubeeren. Und alle Früchte schmecken hervorragend. Und sie riechen besser als Lollis. Toll, zu so einer Aussicht aufzuwachen. Lebt ihr alle hier? Ja, wir leben alle auf dem Land, damit wir uns um die Früchte kümmern können. Gerade sind Ella, Ari und Lexi auf den Feldern. Seht ihr sie? Ja! Hallo, Babys! Hallo, Ella! Was machst du da? Wir nehmen alle Früchte mit zu uns nach Hause. Da lagern wir alle Früchte, die wir verarbeiten wollen. Wir machen Marmelade, wir machen Gelatine und Smoothies. Und wenn wir genug haben, dann verwandelt sich das Dach in eine Drohne und trägt all die Früchte rüber zur Leckereifabrik. Super cool! Was ist das? Sieht aus wie Marmelade. Marmelade? Hier? Aber wir sind doch gar nicht in der Fabrik. Folgen wir der Spur. Tut mir leid, Babys. Alles ist so lecker. Da konnte ich einfach nicht widerstehen. Du musst aber nicht alles jetzt essen. Du kannst jederzeit wieder herkommen. Ernsthaft? Na klar, jetzt sind wir doch alle Freunde. Die Tutti-Frutti-Bucht heißt euch alle willkommen.
So schön, dass ihr die Tutti-Frutti-Welt besuchen konntet.